Die Erwartungshaltung ist hoch, weil die Nöte im Geldbeutel schon länger da sind. 8,5% mehr Entgelt, die Verlängerung der Tarifverträge, Beschäftigungssicherung, Alterszeit, Einsatz von Werkverträgen. Und vor allem wollen wir perspektivisch mit den Arbeitgebern über eine Arbeitszeitverkürzung sprechen. Diese soll bei 32 Stunden auskommen mit Lohnausgleich. Und das war heute schon das Thema, wo es geknistert hat. Sie haben heute die Dinge sehr negativ dargestellt und am Ende ein Angebot gemacht, was absolut nicht akzeptabel ist. Ich glaube 3,1% auf 15 Monate. 8,5% sind gerechtfertigt. Da ist eine soziale Komponente drin, selbstverständlich. Aber die Kollegen bluten ja schon seit praktisch Corona. Die Diskussionen in den Betrieben sind da schon sehr hart, weil die Kollegen alle sagen, wir müssen auch unser Leben bezahlen, die Mieten werden teurer, die Energiekosten werden teurer, das Einkaufen wird teurer. Also muss jetzt auch was passieren. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Man muss auch in der Stahlindustrie attraktiver sein. Man muss was bieten und man muss für die kommenden Probleme auch gewappnet sein. Und vor allem wollen wir die Arbeitszeitverkürzung nicht jetzt und auch nicht nächstes Jahr, sondern in der Zeit, wo am Ende der Transformation weniger Beschäftigung da wäre. Und wir wollen so eine schöne, starke Branche wie die Stahlindustrie halt in 10 oder 12 Jahren ebenfalls noch stark und groß haben. Wir haben die letzten Jahre alles gegeben an Flexibilität, was gefordert worden ist von Arbeitgeberseite. Wir haben ja maßgeblich dazu beigetragen, die ganzen Kampagnen zu unterstützen. Ohne diese wäre die Stahlindustrie schon am Boden. Denn das, was die Arbeitnehmer in den letzten Jahren alles mitgetragen haben, hätte der Arbeitgeber nie stemmen können. Und deswegen muss man das auch den Menschen mal zurückzahlen. Das, was notwendig ist, um den Laden auch im Laufen zu halten, da gehören nicht nur Maschinen dazu, sondern auch die Menschen. Man muss auch in die Menschen investieren. Wird, glaube ich, an vielen Stellen vergessen. Ich fand vor allen Dingen unsere Leute heute in den Argumenten sehr stark und das ist ein guter Auftakt für Verhandlungen.